Kein Molten ändern, so. Ende. Da haben wir das. So, jetzt haben wir hier. Mach mir mal bitte ein Stack, dankeschön. Kann ich hier nämlich die Hälfte noch dazu. So. Frage, wie lange braucht er da jetzt hinten? Dann kann ich die Tesla zu mich hinbauen, aufstellen. Laufen lassen, den hier laufen lassen. Der braucht ja Strom und so und allen Mist. Was alles herkommt. Ich brauche die Kapitisse-Bank, wenn der läuft. Jetzt muss sowieso erstmal der Steamboiler laufen. Das heißt, die Tanks bleiben aus, die wir momentan aufgestellt haben. Die Schalter werden noch nicht aktiv, das heißt, der Reaktor läuft noch nicht. Der läuft erstmal über den Schalter. Den ist auch noch ein Tesseract. Ah, Tesseract suchen wir eh. Sei es für da hinten, sei es für hier. Sei es für irgendwo. Da haben wir immer einen Bedarf für. Weil das ist, muss auch alles weg. Die ganzen, ich wollte sagen, die ganzen Generatoren größer machen. Die hier. Und sie in der Zwischenetage noch packen. Das ist halt so einen ganzen Raum da voll von haben, weil wir haben massenweise, wir können massenweise von dem Zeug hier produzieren. Halt, man sieht, es ist dauerhaft voll. Wenn ich jetzt hier was rausnehme, kommt darauf wieder welche nach, weil muss das ja auch noch umbauen hier. Die sollen ja hier kommen ja zum Beispiel nur die normalen Beeren rein. Beziehungsweise die blauen Beeren kommen hier rein. Die ich hier rein, die blauen, grünen und so. Die anderen noch nicht. Und dann werde ich das nachher so machen, wenn er nachher nicht genug hat. Soll das da hinten verbraten. Solange er. Ist er noch am Arbeiten? Ne. So, so. So. Jetzt darf er wieder. Und soll sich hinten alles reinziehen. Wenn er fertig ist. Macht er, macht er, macht er, macht er. Braucht natürlich jetzt ein bisschen. Darf nicht zu nah dran, weil ich hab mal genäht aus. Das heißt, die Hühnchen kommen nicht zu mir. Und die Eier. Oh, Ethanol ist schon ein bisschen da. Möchte natürlich aber eine gute Ethanol-Zufuhr haben. Was wir gerade hier sehen. Wie viele haben wir denn da mittlerweile? 1200, 19.000 und 6.000. Okay. Die Ethanol ist hier volle und vier fast volle. Und hier hinten habe ich halt noch einen Raum, der nachher dafür da soll, dass hier hinten Grinder noch dran kommen. Die ganzen Monster einfach raustöten. Und ich meine Ruhe darin habe. Das ist manchmal ein bisschen nervig, da reinzugehen, ein paar neue Dinger zu setzen, weil entweder stirbt man oder es explodiert einfach alles da wieder. Weil irgendwelche Creeper wieder ausrasten, um einen Amok zu schieben. Item. Das könnte knapp werden. Das heißt, ich gebe hier nochmal Ender ein. Da brauche ich die Item Conduits, die hier. Können wir dann noch ein Stack vermachen? Oh, da haben wir nicht mehr genug von. Von denen brauchen wir welche, ne? Das ist. Okay, das ist das Zeug. Mhm. Da brauchen wir Ender. Dann haben wir. Ahnung, vier Sticks. Und Iron. Ein Stack. Okay. Er braucht extrem lange, ne? Na gut, wenn er so extrem lange braucht, ist das okay. Aber warte mal, habe ich hier eine volle Kiste hingestellt? Ah ja, die Kiste, genau. Dann weiß ich, dass er auf jeden Fall da noch was machen muss. Ich hatte, glaube ich, hier den Tesseract für. Genau, da ist noch ein Tesseract für Item Conduits. Strom Conduits. Brauche ich Flüssigkeiten? Nein. Die werden ja weggepumpt. Auf allen Seiten. Was macht Sendus hier? Er macht hier irgendwie da was. Automatisch produziert, das weiß ich nicht.
Wie gesagt, ich bin mit denen da, die könnten mir mehr. Wenn das wollen, sollen sie mich ansdubsen. Ansdubsen. Brauche ich noch was? Ah ja, so eine. Eine Void. Also, er wirft gleich wieder mit. Bestimmt hat er Mana geworfen. Void. Void Chest. Void, 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 Void. Achso, zweite Seite. Void und Sportpipe. Da fehlt uns. Wir haben kein Glas. Doch. Ah, irgendwas leckt hier gerade. Wenn ich hinterher komme gerade. Ich weiß es nicht. Zählt es über mir? Ne, WTF. Mhm. 17.000, ey. Kohle. So, jetzt brauche ich hier so eine White Pipe. Zack. Jetzt brauche ich so einen Teil. Bin natürlich nicht. Ja, gib. Das ist ein Stück. Gib. Brauche ich noch eine. Weiß nicht, was die beiden hier vorhaben. Keine Ahnung. Was ich vorhabe, ist auf jeden Fall erstmal weiterzumachen. Ach ja. Die kann ich ja genauso rauspumpen, stimmt ja. So, hier hinten kommt jetzt wie gesagt eine White Pipe hin. Dahin. Und ich musste ja mit einer Fluid Transport Pipe verbinden. Oder ich mach das so. Moment. Da noch ein Tank hier. So, dann soll er den Tank hier hin. Soll er die Fluid nehmen? Soll er extracten? Wenn er drüber erreicht ist. Schafft er ja. So. Dann machen wir so. Inserten das hier rein, aber immer Extract Orbit is active, ja. Und dann alles, was übrig ist, einfach da rein. Das heißt, wir machen hier nachher einen Tunnel hoch und dann gut ist. Das passt ja. So. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir. Oh, ist das laut. Tether. Okay, einen machen wir schon mal. Noch einen zweiten Mal. Hey. Zwei. Oh, zwei in Reserve. Brauchen wir 1000 davon. Das wären 2500 Proliten. Eine Enderlilie. Alter, eine Enderlilie hat 4000. Lol. Kann ich nicht irgendwas hier benutzen, was mehr hat? Schon wieder nicht, ne? In so einem Block of Salt. Okay. Also wir brauchen 3000 Ender. 250 waren das, glaube ich, ne? Oder? Ja, 250 Ding auf 1000, okay. 4. Da macht das schon wieder Krach. Okay, das sollte, glaube ich, reichen. Sag nicht, du bist hier am Arbeiten. Ne, ist er nicht. Bediene mich jetzt einfach. Er wollte sowieso
glaube ich, welche machen oder so, ich weiß es nicht. So, komm schon, do it! Oh, extrem lange. Ah, das ist für die Pigments gewesen, der arbeitet. Okay, aber. Nein, 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 nein. Oh, ich dachte schon. Der Arbeit tut er nicht. So, schauen, ob das hier unten noch immer ein bisschen rumspinnt. Naja, spinnt immer noch rum. Müssen wir die ganzen Bögen hier rauswerfen. Irgendwas von mir weggeworfen. Ich will jetzt nicht stark hoffen, dass irgendwas von mir weg ist. So. So Rüstungen hier. Braucht doch kein Mensch. Helme, Pfeile, Schwerter, dit. Doch keiner hier. Wieder hier weg kann. Das. So. Ja, da muss ich ein Sortierungssystem anbauen oder Tesseract. Und das kann nicht sein, dass der immer alles, wo er die Prioritäten erfährt, mir wieder reinpumpt. Oder braucht er hier eine Priorität 3?